Hallo zusammen, wir haben gerade folgende Gleichung gelöst. Zwei Videos gibt es dazu, zwei verschiedene Ansätze. Musst du dir überlegen, welcher Ansatz dir besser gefällt. Tatsache ist, wir haben die Gleichung f durch 2 plus 3 ist gleich 5 gelöst und wir haben als Ergebnis erhalten, f ist gleich 4. Jetzt schauen wir uns noch die Probe an, wie man die Probe richtig rechnet. Das ist an und für sich ganz, ganz einfach. Bei der Probe schauen wir uns extra die linke Seite an und danach die rechte Seite. Auf der rechten Seite steht ja nicht viel. Wir beginnen mit der linken Seite. Und wir setzen auf der linken Seite für die Variable unser Ergebnis ein. Das heißt, wir schreiben nicht f, sondern wir können jetzt 4 schreiben. Geteilt durch 2 plus 3. 4 geteilt durch 2 ist 2. Somit erhalten wir 2 plus 3 und 2 plus 3 ist 5. Linke Seite erledigt. Rechte Seite brauchen wir nur abschreiben. Auf der rechten Seite steht schon 5. Und steht nun bei der Probe auf der linken und auf der rechten Seite das Gleiche? Dann wissen wir, dass wir vorher bei den anderen beiden Videos richtig gerechnet haben. Unser Ergebnis f ist gleich 4 ist richtig, weil die linke Seite und die rechte Seite das gleiche Ergebnis haben. Alles klar?